Hallo, herzlich willkommen bei Kuchelfit Masterclass. Wieder tritt jemand gegen Karl Baumgarten an. Heute ist die Anita Weger. Ganz ein tolles Rezept. Wir freuen uns schon, gell? Es ist Carpaccio vom Südtiroler Rind mit einem Zigori-Pesto und mit Kartoffelgrissini. Wir freuen uns, wir kochen natürlich mit Südtiroler Qualitätsprodukten und wir waren davor bei der Anita unterwegs und das schauen wir uns jetzt an. Grüß dich, Karl. Ich habe da ein Rezept zusammengestellt mit Südtiroler Produkten. Ein Fleisch, ein Erdäpfel, ein Zigori, wo ich gerne ein Pesto draus machen darf, ins Fleisch füllen und mit den Kartoffeln darf ich gerne Bogrissini machen. So, Karl, jetzt dauert es nicht mehr lang. Dann ist es soweit. Wir sehen uns in Bozen. Ich freue mich drauf. Und da sind wir wieder. Anita, sehr mutig, weil ich meine, der Karl ist echt ein bisschen ein Kapazunder. Aber ja, nein, wache Knie, muss ich sagen. Heint Putzmann. Dann darf ich vorschlagen, lassen wir es losgehen, oder? Lass uns losgehen. Ja, wir haben mal einen Tag an. Ja. Anita, wie gesagt, ich bin deine Küchenmaschine, gell? Du musst rein. Gut. Ich funktioniere auf Sprachbefehl. Ja. So. Dann tun wir mal salzen. Salzen? Soll ich schon ein Ding? Nein. Ja, wir lassen mal ab. Ehrlich? Ja. Dann los geht's. Karl, du leid, gell? Wir kommen schon zurecht. Ich fange auch langsam ohne. Ja, wir kommen schon ohne die zurecht. Also das wäre immer von der Hause auch richtig. Solide. Das ist ein Mandermensch als Knetmaschine. Schön, gell? Ja, sperrig. Sonst musst du halt unreifen, dann komm. Ne? Wo bist du daheim? Ja, im Mühlwald. Mühlwald, das ist ein bisschen weit von mir. Richt mein Pesto her. Für ein Pesto brauchen wir. In Zigori, am Bergkäse, Fichtenhonig. Die Pignoli müssen wir noch rösten. Die Sellerie erst ich auch. So. Also wir nehmen jetzt in Zigori. Jetzt haben wir in lauwarmem Wasser ein bisschen liegen lassen, dass die Bitterstoffe rausgehen. Ja, jetzt werde ich schauen, dass ich die dunkelbraun gerösteten Pignoli. Gehen wir ihm und wir nehmen die Schirn. Ein bisschen am Bergkäse. Bergkäse angeriebenen. Bergkäse. Ja. Also gut gereift soll er sein. Nicht? Dann brauchen wir ein bisschen Tröpfelhonig, weil natürlich Zigori hat ja Bitterstoffe, wie gesagt. So sind sie es, gell? Ja, ja. Weckt ja. Man nicht. Passt. Nein, so. Ich will eigentlich deine Funken. Ein paar kriegst du schon. Ein leerer Schwärzer Raps. Ja, aber Nein, geht schon gut. Krieg er noch ein paar? Nein. Zwei. Schau, jetzt hat er sich die Schirne aus. Ja. Da wäre es ein Wunder. So, ich tue es ins Drogen. Ja? Ja. Bist du da alle drin oben, oder? Nein, nicht alle. Nicht, gell? Nein. Du sagst Stopp, gell? Ja. Ja, passt einfach. Okay. Da darf jetzt lauter werden, weil den müssen wir ja noch rausstreichen. Nicht? Ich mir mal ein bisschen mehr Honig reingetun, dass er nicht so bitter wird. Ja, nicht so. Wir Frauen haben es gern süß. Dass er nicht so wird wie der von Karl, gell? Ganz genau. Und mir ein bisschen mehr Honig reingetun. Also mit dem Fleisch kann man vielleicht in der Zwischenzeit schon. Ja, das ist ein Südtiroler Rind. Nicht? Ja. Und wie man sieht, schöne dunkelrote Farbe. Ja, schaut gut aus. Ein bisschen leicht marmoriert, was auch wichtig ist. Es muss halt allem gut angehangen sein. Das ist wichtiges Fleisch. Soll halt mindestens einen Monat angehangen sein. Woran erkennst du das jetzt zum Beispiel, dass es passt von der Qualität her? Marmorierung? Die Marmorierung, die Farbe, die Frische, was ausstrahlt. Einmal ganz wichtig ist auch, man muss halt riechen bei den Produkten. Gell? So ein bisschen ein Nuss im Geschmack. Gut. Und das werden wir jetzt ein bisschen zuputzen. Dann werden wir das noch fein klopfen. Die Anita putzt das Fleisch. Karl, was trinkt man da für einen Wein dazu, Heinz? Also, da haben wir einen Sauvignon, eine Reserva, eine Spezialabfüllung, ein Tiefenbrunner. Und das ist wirklich ein exzellenter Wein, sehr komplexer Wein. Reift in beste Lagen Richtung Völsereicher. Und hat natürlich auch tolle Nuancen, eine schöne Mineralität, eine schöne Frische und eine ausgewogene Säure. Die Lagen sind ganz interessant auf Völsereicher. Super Lagen, mittlerweile ihre von den besten Lagen in Südtirol, weil einfach, das sind top Weißweinlagen. Da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Seid ihr der von Tiefenbrunner? Das ist ein Tiefenbrunner, ja. Wunderbar. Okay, da freuen wir uns. Anita, in der Zwischenzeit hast du da schon weitergearbeitet, ja. Gell? Ist ein bisschen eingeschnitten. Ja. Das muss schön auseinanderkriegen noch. Ja. Und jetzt wollen wir es ein bisschen klopfen. So, und während das gefriert, das Zeug, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir die Grissini. Nochmal, wie muss man genau den beim Tag? Den lässt man zweimal kneten, zweimal rosten, einfach, dass er geschmeidig wird. Und so einen geschmeidigen Tag hast du uns schon mitgebracht und mit denen arbeiten wir jetzt weiter.
Habt ihr gesehen, wie kreativ meinige sein? Ja, und die Inzrige? Ah, mein Lieber, schau. Inzrige sind effizient. Ja, das habt ihr mal klassisch. Irgendwie mehr so rastermäßig. Ja, nicht? Ja, hast du gesehen. Mir um da ein nasses Tuch, die muss ich trauen, damit sie nass sein. Und dann hebt der Hartweizengrieß besser. Wieso trennst du den nicht mehr? Ach so, Entschuldigung. Ich war richtig zusammengeschissen. Dabei gebe ich mir solche Mühe. Nein, aber nicht drehen. Du, da hinten wird jetzt geschwitzt, das Ding. Ich gebe mir nochmal ins Segen. Halt, tust du glatt auch brauchen, ein Segen mit dem Zeug, was du da hinten brauchst. Aber jetzt macht es mir noch, gell? Nein. Ihr seht, das hebt es auch umeinander zu drehen. Nein, er sich schon von vornherein. Ja. Aber der Karl ist es schon. Ja, mir gleich. Wenn es gut werden soll, braucht es Zeit. Ja. So. Okay, nächster Schritt. Das Dressing haben wir noch nicht gemacht. Dressing? Ja. Okay. So, schneiden jetzt, gell? Schneiden ist eine große Herausforderung. Wir haben es mit der Maschine ein bisschen geschnitten. Wenn man keine Maschine hat, sagt uns jetzt der Karl, gell? Wie es funktioniert. Natürlich ist es immer wieder schwieriger. Das heißt, es ist besser, wenn es nicht ganz gefroren ist, gell? Wenn es ein bisschen aufgeht. Nein, sag mal, das ist jetzt gerade das gefroren ist, gell? Ja. Muss man halt vorsichtig anschneiden. Was ganz gut geht, wenn du jetzt das schneidest und auf den Teller drauf tust, wenn das Teller gerade wie ein temperiert ist, so handwarm, weißt du? Okay. Natürlich, dass das Fleisch noch leicht aufgefriert. Okay. So, jetzt tun wir noch ein wenig anrichten. Wunderbar. Ich würde jetzt vorschlagen, ich sage jetzt Teller Nummer 1. Es entscheidet sich, welcher von einem Teller der Teller Nummer 1 ist. Und bis ich nicht sage, ich will von Teller Nummer 2, koste ich live von 1. Okay? Okay. Los geht's. Mhm. Nein, ich sage es eigentlich, ich bin zu beneiden. Großartig. Ziegel Grissini vielleicht, ja. Passt wunderbar dazu. Perfekt. Teller Nummer 2. Du, der hat dann Hunger heute. Ja. Großartig. Mhm. Nochmal ein bisschen mit Grissino. Mhm. Also Teller Nummer 1, ganz großartig. Schön, weich, mittig, Grissino. Wäre nicht ganz so krass. Teller Nummer 2 von der Bandbreite her, von den Geschmacksnuancen, nochmal ein paar Eizeln mehr dabei. Wir sehen, wie krass. Ich dachte dem mal wirklich, weil ich tue ihn wirklich hart, ich dachte sagen unentschieden, weil da wisse ich nicht, für was ich mich entscheiden soll. Gratulation, Enkebode. Nein. Wirklich großartig. Das gibt's ja nicht. Wirklich großartig, absolut. Gratuliere, du bist praktisch eigentlich Siegerin, weil. Nein, wer das einmal ist Sieger. Geil. Danke. So, auf das trinken wir jetzt. Jetzt haben wir ein Glas Wein. Wir haben ja einen ganz tollen Sauvignon vom Tiefenbrunner da. Na, schließen wir ab. Wenn man in Zukunft beim Karl Rasta gelockte Grissini antrifft, dann wissen wir, woher es kommt zum Wohl. Danke fürs Zuschauen. War großartig. Rezept wunderbar, Anita. Dankeschön. Wir sehen uns nächste Woche.